Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute möchte ich euch einmal die Google Pixel Watch vorstellen, beziehungsweise diese direkt vergleichen mit meiner Amazfit T-Rex 2. Die Amazfit T-Rex 2, die trage ich jetzt seit ungefähr 3 Monaten, bin wirklich sehr damit zufrieden und die Google Pixel Watch ist jetzt neu dazu gekommen. Grund war der, ich habe mir ja das Google Pixel 7 damals gekauft und in der Promo-Aktion wurde halt die Google Pixel Watch mit herausgegeben. Ich muss allerdings gleich dazu sagen, ich hatte sie mir in Obsidian Black bestellt, aber wie das bei diesen Promo-Aktionen ist, wird halt die Farbe geschickt, die gerade verfügbar ist. Das ist also jetzt dieses Champagner Gold mit Hazel Armband. Die schwarze hätte mir tatsächlich besser gefallen, aber gut, es ist ein Geschenk, deswegen will ich da gar nicht so engstirnig sein. Kommen wir einmal zum direkten Vergleich. Bei beiden Uhren ist es so, beziehungsweise bei der Uhr ist es so, dass überwiegend Kunststoff eingesetzt worden ist. Nur der Ring hier vorne ist aus Metall. Einige seitliche Elemente sind aus Metall. Aber das Armband ist aus reinem PVC. Und ähnlich ist es auch bei der Google Pixel Watch. Da ist ebenfalls das Gehäuse hier hinten aus Metall und der Rest aus Kunststoff. Bei der Amazfit T-Rex 2 ist ein 1,39 Zoll Monitor AMOLED verbaut und das sind umgerechnet ungefähr so 35 mm und man sieht es hier schon, wenn ich die Uhr jetzt mal kurz aktiviere, die Fläche wird eigentlich komplett auch genutzt von diesem Display. Und bei der Google Pixel Watch ist es so, ich habe mal nachgemessen, das ist ungefähr ein 30 mm Display. Also der Rahmen, insgesamt ist diese Uhr 41 mm im Durchmesser, aber tatsächlich werden effektiv nur 30 mm, ungefähr so 30, 31 mm von dem Display genutzt. Auf jeder Seite hat man also ungefähr 5 mm, die in diesen Rand hier übergehen. Ja, und das ist ja schade. Ich sag mal, man hat eine relativ kleine Uhr gebaut, wenn ich die jetzt mal hier drauflege. Die passt also easy auf diese Amazfit T-Rex 2 drauf, die ja recht bullig ist vom Aussehen her. Und hier hat man schon ein 41 mm Gehäuse genommen und baut dann ein 31er Display ein. Vielleicht liegt es einfach an den Gründen des Akkus, weil hier ist ein 294 mAh Akku verbaut und hier ein 500 mAh Akku. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied, ob ich jetzt hier ein 31er Display einbaue oder ein 35er Display, weil das halt mehr Energie verbrauchen würde. Aber generell ist es trotzdem schade. Man hat hier diese große Fläche zur Verfügung und verschenkt an jeder Seite 5 mm. Man kann jetzt sagen, das ist designtechnisch so gelöst, weil bei der Google Pixel Watch ist es so, die ganze Uhr ist sehr, ja wie soll ich sagen, sehr weich gebaut. Also alles abgerundet, sehr weich. Auch das Armband fühlt sich super weich an, sehr angenehm zum Tragen auch. Und bei der Amazfit T-Rex 2 ist es halt so, man hat hier ja, diese einzelnen Glieder, die man fühlen könnte. Also es ist natürlich auch ein Kunststoffarmband, ein durchgehendes, aber es fühlt sich halt trotzdem an wie eigene Glieder. Vom Tragekomfort her ist es okay. Ich finde tatsächlich das von der Google Pixel Watch besser. Es ist angenehmer zum Tragen, aber auch das hier ist durchaus okay. Also ich habe schon wesentlich schlechtere Armbänder erlebt, als wie jetzt das hier von der T-Rex. In beiden Uhren ist halt ein Kompass verbaut, ein Barometer verbaut. Also da sind die sich sehr ähnlich. Wobei, wenn wir jetzt mal von der Qualität der Uhr reden, bei der Amazfit T-Rex 2 ist es so, die ist nach militärischen Standards angefertigt worden, beziehungsweise kann dafür mehrere Zertifikate nachweisen, welche, ja ich sag mal, Maßstäbe sie setzen kann. Zum Beispiel ist sie bis zu 70 Grad Celsius hitzebeständig beziehungsweise bis zu minus 40 Grad kältebeständig, hat eine 90-stündige Salznebelbeständigkeit, also wenn man mal an der Küste unterwegs ist beispielsweise, 240 Stunden Feuchtigkeitsbeständigkeit, beständig gegen Eis und gefrierenden Regen und natürlich stoßfest. Da kann jetzt die Google Pixel Watch nicht mithalten. Weil man sieht es ja auch schon, hier besteht die komplette Front fast nur aus Glas. Das ist zwar Gorilla-Glas und ich glaube auch, dass das eine gewisse Stoßfestigkeit hat. Aber hier, das ist natürlich ein Panzer. Also wer die Amazfit T-Rex Uhren kennt, die T-Rex Pro oder auch hier jetzt die T-Rex 2, die sind natürlich wirklich brachial. Wenn man sich jetzt einmal die Dicke der beiden Uhren anschaut, dann sieht man auch schon, dass die Amazfit ein ganzes Stück dicker ist als wie die Google Pixel. Allerdings ist die Google Pixel auch schon
gar nicht so dünn. Also das ist 12 mm dick. Ich glaube, bei der Amazfit waren es 14 oder sogar 15 mm. Das macht natürlich schon mal einen deutlichen Unterschied aus. In beiden Uhren ist halt ein Kompass verbaut, in beiden Uhren ist ein Barometer verbaut. Beide Uhren haben GPS und der ganz starke Vorteil bei der Google Pixel Watch, das ist jetzt hier die LTE-Version, dass die Amazfit T-Rex 2 ist halt nur eine Wi-Fi-Version. Das heißt, unterwegs aufs Internet zugreifen kann sie nur über das Wi-Fi des Smartphones. Die Google Pixel Watch bietet hier halt die Möglichkeit, auch über eSIM zum Beispiel auf den Tarifvertrag des Smartphones zurückzugreifen und kann dann selbstständig ins Internet gehen. Das ist natürlich schon ein wirklich bäriger Vorteil und den bietet halt die Amazfit T-Rex 2 leider nicht. Kommen wir mal zu den Fitnessprogrammen. Die Amazfit T-Rex 2, die bietet bis zu 150 verschiedene Aktivitäten, wo man auswählen kann. Dabei ist sogar Bogenschießen zum Beispiel oder ähnliches. Und bei der Google Pixel Watch kann man ein kostenloses Fitbit-Abo abschließen, also für 6 Monate erstmal sind die kostenfrei, danach wird es dann halt kostenpflichtig und darüber werden natürlich auch verschiedene Aktivitäten getrackt und das ist natürlich schon mal sehr angenehm, wobei ich sagen muss, hier bietet die Amazfit T-Rex 2 einfach deutlich mehr. Bei den Apps ist es so, klar, Google Pixel Watch, die wird mit der Zeit über wesentlich mehr Apps verfügen, als wie es jetzt die Amazfit T-Rex 2 kann. Das liegt einfach daran, hierhinter steht natürlich ein sehr großer, starker Entwickler, also der Android-Entwickler. Und hier ist man darauf angewiesen, eigene Apps zu erstellen, die halt auf diesem Modell laufen. Und deswegen wird die Google Pixel Watch irgendwann über wesentlich mehr Apps verfügen können, wie es zum Beispiel die Amazfit T-Rex 2 kann. Kommen wir mal zu den Watchfaces. Bei der Amazfit T-Rex 2 war es am Anfang so, dass nur wenige Displays zur Verfügung standen. Mittlerweile sind dort aber sicherlich schon über 100 verschiedene Watchfaces zur Verfügung. Bei der Google Pixel Watch, und da war ich tatsächlich etwas enttäuscht, waren es glaube ich jetzt gerade mal 16 oder 18, irgendwie sowas um den Dreh. Also da habe ich mich schon wirklich gewundert. Vor allen Dingen Displays mit Digitalanzeige sind sehr, sehr stark reduziert. Und da habe ich mir gedacht, hallo, das ist eine Uhr von Google. Da hätte ich jetzt schon erwartet, dass die da mal 50, 60 verschiedene Displays raushauen. Aber es ist halt so, sie haben halt wenige Displays im Angebot, wobei man diese aber farblich exakt anpassen kann. Also bei jedem Display oder bei jedem Ziffernblatt stehen halt so um die 20 Farben zur Verfügung. Das heißt, man kann die Zeiger individuell gestalten und sowas alles. Das ist natürlich schon schön gemacht, aber insgesamt ist es schon arg wenig. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, die Akkugröße, also 294 mAh bei der Google, 500 mAh bei der Amazfit und ich habe keine Ahnung, wie Amazfit das macht, aber was die Akkulaufzeit betrifft, sind die einfach, ja ich glaube, unschlagbar. Also ich kenne jetzt keinen Hersteller, der da etwas mehr liefern würde, als wir jetzt gerade die und hier ist die Akkulaufzeit bis zu 24 Tage und das ist kein Schmarrn. Also ich habe die Uhr ja jetzt schon einige Monate im Betrieb und ich habe sie, ich glaube, in den letzten 3 Monaten allerhöchstens 4-mal geladen. Das ist also wirklich irre. Und hier bei der Google Pixel Watch ist die Akkulaufzeit mit 24 Stunden angegeben. Ich meine, sie sind natürlich ehrlich, andere Hersteller versprechen 2, 3, 4, 5 Tage und liefern dann aber nur 1,5 bis 2 Tage. Hier wird von vornherein gesagt, die Uhr schafft einen Tag, 24 Stunden und das wird sie wohl auch schaffen. Also ich habe es jetzt noch nicht gemessen, weil ich die Uhr ja gestern erst bekommen habe. Aber einen Tag sollte sie auf jeden Fall schaffen. Wobei das natürlich trotzdem sehr, sehr wenig ist. Also jeden Tag muss man die Uhr ans Ladegerät hängen. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt hatte. Mittlerweile der Preisverfall ist bei der Google Pixel Watch extrem. Wirklich ultra extrem. Mittlerweile gibt es die Uhr für 150 Euro auf dem Gebrauchtmarkt. Die liegt bei etwa 180 Euro gebraucht und selbst die Amazfit T-Rex Pro, das war ja die zweite aus der Serie, das ist halt so eine komische Namensvergebung, weil die erste hieß Amazfit T-Rex Pro, Amazfit T-Rex, die zweite hieß T-Rex Pro und das hier, die eigentlich dritte, ist jetzt die T-Rex 2. Vom Touchgefühl her ist die Google Pixel natürlich sehr gut, also da gibt es nichts zu sagen. Es gibt auch zahlreiche Programme, wie gesagt vorhin mit den Apps, da ist Google dahinter und klar, dass die wesentlich mehr anbieten können als wir jetzt Amazfit, aber generell, die Uhr läuft sehr flüssig, einwandfrei. Mit der Navigation, das funktioniert übrigens auch sehr gut. Ich konnte die beiden mal direkt vergleichen, auch wenn wir nur eine kleine Runde gedreht haben, aber das Tracking
ist auf der Uhr sehr gut. Bei der T-Rex ist es ebenfalls sehr gut. Da gibt es ja auch schon verschiedene Tests dazu. Generell muss ich sagen, beide Uhren sind rein vom GPS her wirklich top. Vom Display her ist die Amazfit T-Rex 2 wesentlich besser. Nicht wegen dem Touch oder wegen der Flüssigkeit, wie es sich bedienen lässt, sondern einfach, weil es hier wesentlich größer ist. Und ja, für mich ist es einfacher, hier drauf etwas zu sehen, als wie jetzt hier. Man sieht es schon an den Symbolen, die sind also hier natürlich wesentlich kleiner, aber ganz extrem ist es zum Beispiel, wenn irgendwo mal Schrift zu lesen ist, also hier sieht man es, die ist wirklich winzig klein. Die ist hier nur ein, zwei Punkte größer auf der Uhr, aber das macht halt doch schon sehr viel aus. Ich hätte das jetzt auch nicht gedacht, aber das hier ist mir einfach schon zu klein. Es ist natürlich dem kleinen Display geschuldet, man möchte so viel wie möglich auf diesem kleinen Display darstellen, aber haut mich nicht um. Finde ich jetzt nicht so toll. Wie gesagt, ich könnte mich mit der Farbe anfreunden. Es ist okay. Als Damenuhr finde ich sie, eben weil sie hier goldene Elemente hat und sowas, finde ich sie sehr schick. Eben weil sie auch klare, gerade Linien hat. Das sieht natürlich schon sehr schön aus. Kann man nicht anders sagen. Aber ich stehe halt eher auf dieses Bullige. Ja, und jetzt zur eigentlichen Frage. Werde ich die Google Pixel Watch behalten? Tatsächlich nein. Ich werde auch versuchen, die zu Geld zu machen. Ganz einfach, weil sie mich persönlich jetzt nicht anspricht. Ich finde es schön, was Google hier für einen Gedanken verfolgt hat, mit diesen abgerundeten Kanten und sowas alles. Aber mich ärgert es halt, weil man hier so viel Platz an den Rändern verschenkt. Warum Google? Hätte man die ganze Fläche genutzt oder das vielleicht so gemacht, dass die Elemente hier in den Seiten runtergehen oder so, hätte man vielleicht sich noch anfreunden können, aber so, naja. Mit der Farbe, ich kann das Obsidian Schwarz leider nicht beurteilen, weil ich die Uhr nicht bekommen habe, sondern halt dieses Champagnergold mit diesem Hazel-Armband. In Schwarz sehe die Uhr vielleicht nochmal etwas schicker aus, je nachdem, also Geschmäcker sind da ja natürlich verschieden. Aber ja, ich muss sagen, ich habe die Amazfit T-Rex 2 jetzt seit einigen Monaten und bin so sehr damit zufrieden, dass ich hingehen werde und werde diese verkaufen und werde mir dafür dann die Amazfit T-Rex 2 nochmal in Khaki kaufen. Weil, wie gesagt, von der Uhr bin ich wirklich überzeugt. Das ist unglaublich. Also die Akkulaufzeit, das ist der Hammer. Man vergisst, die Uhr irgendwann wieder aufladen muss, weil sie halt so eine große Laufzeit hat. Ansonsten bleibt schon gar nicht mehr so viel zu sagen. Gut, das hier ist Googles allererste Smartwatch. Man hätte jetzt vielleicht da den ganz großen Wurf erwartet. Und so leid es mir tut, für mich persönlich ist das nicht gelungen. Also die Uhr ist jetzt keine komplette Enttäuschung. Wenn man eine kleine, ich sag mal, kleine niedliche Uhr haben möchte, dann ist die okay. Das Display ist super. Es ist sehr klein, aber von der Farbdarstellung und alles oder von der Schärfe her ist es perfekt. Wenn man gute Augen hat, kann man auch die Schrift und alles lesen. Gar keine Frage. Es ist wirklich okay. Aber mich persönlich spricht sie leider gar nicht an. Ich habe die Uhr genommen, weil sie halt in dieser Promo-Aktion dabei war. Ich hätte mir das Google Pixel 7 auch gekauft, wenn diese Uhr nicht dabei gewesen wäre. Ja, von der ersten Smartwatch. Ich meine, ich verstehe das mit den abgerundeten Elementen. Google wollte das halt so an dieses Google-Logo anlehnen. Der Gedanke war wirklich gut, aber man hätte es einfach besser lösen können. Und so leid es mir tut, ich kann mich mit der Uhr einfach nicht anfreunden. Es hilft mir nichts, wenn sie technisch 1A wäre, was sie schon alleine wegen der Akkulaufzeit nicht ist. Ich meine, einen Tag Akkulaufzeit. Leute, ganz ehrlich, das ist einfach schlecht. Die Samsung Galaxy Watch 4, die wurde zerrissen, weil die nach anderthalb Tagen als Ladegerät musste. Und jetzt kommt Google mit einer Smartwatch an, die 24 Stunden hält. Ist jetzt nicht der cleverste Wurf gewesen. Wobei, vom Platz her hätte man hier ja wahrscheinlich auch noch einen größeren Akku einbauen können. Natürlich sind hier zahlreiche Sensoren verbaut, aber das ist hier bei der Amazfit T-Rex 2 ja ebenso. Und auch wenn die etwas bulliger und brachialer ausschaut, ist mir die einfach wesentlich lieber. Ich meine, ihr seht, ich habe relativ kleine, schmale Ärmchen, Handschuhgröße 9. Und ja, mir sitzt die Uhr einfach sehr gut. Die wirkt schon etwas groß vielleicht für meine Handgelenke, aber ich bin damit zufrieden. Und bei der Google Pixel Watch, auch die sieht natürlich am Handgelenk nicht schlecht aus, aber mir ist es einfach zu, ja, zu rund, zu weich. Aber gut, ich will die Uhr jetzt nicht komplett schlecht machen. Es ist wahrscheinlich eine technisch wirklich gute Uhr. Wenn ihr sie kaufen möchtet, kauft sie gebraucht. Ist mein Tipp. Also 399 Euro würde ich niemals dafür bezahlen. Für 400 Euro bekommt man schon ganz andere Kaliber an Smartwatches. Ich weiß nicht, warum Google sich gedacht hat, wir hauen ein Handy raus für knapp 600 Euro und eine Smartwatch für 400 Euro. Irgendeinen Gedanken werden sie dabei verfolgt haben, aber meiner Meinung nach ist die einfach keine 400 Euro wert. Wenn man alleine überlegt, man bekommt die hier für 229 nagelneu.
Gut, die wäre für 400 Euro natürlich auch nagelneu, aber der Wertverlust, der ist natürlich brachial, weil wenn ihr die jetzt für 400 Euro kauft und euch fällt in einem halben Jahr ein, dass die Uhr vielleicht doch nicht so toll ist, dann macht ihr mindestens 50% Verlust. Wie gesagt, jetzt aktuell wird die Uhr für 150 Euro angeboten. Das macht einen Preisverlust nach gerade mal, wie lange ist die Uhr auf dem Markt? Ich glaube 4 Wochen, 5 Wochen. Also ein Preisverlust von 70% aus, das ist ja schon irre. Da ist selbst die Amazfit wesentlich preisstabiler. Gut. So viel dazu, das ist meine Meinung zur Google Pixel Watch. Ich möchte sie niemandem schlecht reden. Wer sie haben möchte, kann sie gerne kaufen. Es ist eine sehr elegante Uhr. Wie gesagt, ich finde sie vielleicht an Damen, Armen sehr schön. Da sehe ich sie eigentlich auch. Ich weiß nicht, wenn man jetzt Bauarbeiter ist oder sowas, dann wird man sich wahrscheinlich nicht unbedingt die Uhr holen wollen. Aber mich interessiert halt eher dieses Casio-like Aussehen, dieses bullige. Und allein deswegen hat die Google Pixel Watch meinen Geschmack schon nicht getroffen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.